Guten Morgen und herzlich willkommen zur Datron Tech Week 2021 und heute speziell zum Datron Tech Day 2021. Wir sind trotz der Umstände gerne für Sie da und in dieser Woche mit besagtem Tech Day und die ganze Woche über natürlich mit der Tech Week virtuell hier auf dieser Bandbreite. Wir streamen live hier von unserem Hauptstandort in Mühltal-Traisa und werden im Laufe des Vormittags zu unterschiedlichen Studios hier auf dem Gelände schalten und Ihnen die unterschiedlichen Beiträge so kommunizieren. Die ganze Woche schon sind Sie als registrierter User bei uns dabei und können heute das am Vormittag in deutscher Sprache auch mit Live-Events anreichern. Kurz zur Agenda des Tages. Wir fangen jetzt gleich an mit dem Thema Fördermittel. Da geht es insbesondere um bisher vielleicht unbekannte Quellen der staatlichen oder behördlichen Förderung zur Erweiterung Ihres Maschinenparks. Um 10 Uhr werden wir dann ein sehr technisches Thema begleiten. Da geht es um das Thema Passungen. Es ist ein Thema, das vielfach von Ihnen als Anwender auch gewünscht wurde. Und um 11 Uhr werden wir uns dann mit etwas ganz anderem beschäftigen, nämlich der Dosiertechnologie, die wir bei Datron natürlich auch im Portfolio haben. Nun zum ersten Tagesordnungspunkt. Die wirtschaftlichen Umstände sind, wie gesagt, nicht die einfachsten, aber dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auch in der heutigen Zeit an staatliche Unterstützungstöpfe zu kommen. Wir haben mit dem Beitrag Fördermittel für Maschinen, Neu- und Ersatzinvestitionen clever nutzen ein Potpourri an Möglichkeiten, die Ihnen unsere Referenten aus dem Haus, Markus Haubenreich von der Datron AG und unser externer Referent, Herr Bernd Göbel von der Spitzmüller AG, jetzt gleich im Beitrag aufzeigen werden. Spannende Unterhaltung. Ja, vielen Dank, Charlotte, für die kurze Einführung. Und damit auch herzlich willkommen zu unserem Vortrag Förderungen für Maschinen, Neu- und Ersatzinvestitionen clever nutzen. Ich bin Markus Haubenreich und ich bin Partner Development Manager bei der Datron AG. Ja, die Förderlandschaft in Deutschland können Sie sich ähnlich wie die föderale Bildungslandschaft vorstellen. Dort gibt es Fördertöpfe des Bundes auf der einen Seite und Förderinitiativen der Länder auf der anderen Seite. Diese variieren in der Zielsetzung sowie in der Förderzuwendung sowie in den Anforderungen an gewisse Förderungen. Das in Zusammenhang mit Ihrem individuellen Projekt kann dann sehr schnell sehr komplex werden. Deswegen haben wir heute einen Experten mitgebracht, den Herrn Göbel von der Firma Spitzmüller AG. Der wird Ihnen im Anschluss an meine kurze Einführung noch weitere Informationen zum Thema Förderung in der Praxis geben. Ja, es gibt im Grundsatz gibt es vier Förderinitiativen oder vier Fördermaßnahmen. Das sind zum einen Zuschüsse, das können aber auch Darlehen, Beteiligungen oder Bürgschaften sein. Das Thema Bürgschaften und Beteiligungen hat man ja im letzten Jahr häufig gehört, wenn es um die Rettung großer Luftfahrtkonzerne ging. Das ist aber für den Maschinenbau wahrscheinlich relativ irrelevant für die einzelnen Unternehmen. Daneben gibt es die zinsgünstigen Darlehen. Allerdings in einer Zeit von zinsgünstigen Darlehen von der Hausbank wird auch hier kein Fokus bestehen. Interessant wird es allerdings bei den Zuschüssen und dann insbesondere bei nicht rückzahlbaren Zuschüssen. So können beispielsweise Ihre Digitalisierungsinitiative, Ihre CO2-Footprint-Reduktion oder auch Ihre Maschinenneuinvestition zu nicht rückzahlbaren Zuschüssen oder mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen gefördert werden. Ja, wo bekommen Sie aber Informationen für Sie vorab her, um sich hier einen Überblick zu verschaffen? Zum einen auf Seiten des Bundes können Sie das bei den Ministerien einsehen, beispielsweise das Ministerium für Wirtschaft und Energie. Und dort können Sie alle möglichen Fördermaßnahmen einsehen und sich darüber informieren. Als zweites gibt es bei der KfW einen Förderfinder. Dort können Sie aufgrund von ein paar Parametern wie Ihrer Unternehmensgröße und Ihrer Förderart oder Ihrem Förderprojekt die Informationen einsehen und für sich clustern, dass nur noch wenige Förderinitiativen oder Fördermöglichkeiten übrig bleiben, die Sie individuell betreffen. Daneben gibt es natürlich auf Länderseite noch weitere Förderinstitute. Ich habe hier eine Übersicht vorbereitet, die jedes Bundesland mit dem jeweiligen Förderinstitut zusammenbringt.
Sitzen Sie beispielsweise in Niedersachsen, so können Sie bei der N-Bank um weitere Informationen bitten. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr: Dort hat ein Kunde von uns seine Maschineninvestition mit 40% gefördert bekommen. Und dazu sagt man natürlich nicht nur in einem Krisenjahr gerne ja. Wenn Sie nun wissen möchten, wie Sie Ihre individuelle Förderung auf die Reihe kriegen und durchziehen können, dann kann Ihnen jetzt der Herr Göbel weiterhelfen. Dankeschön, Herr Habenreich. Guten Tag, mein Name ist Bernd Göbel, ich arbeite bei der Spitzmüller AG. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben und bedanke mich auch bei Datron für die Möglichkeit, hier das Thema Förderung vorstellen zu können, mit dem Fokus auf Maschinen und Anlagen. Ich selbst habe Automatisierungstechnik studiert und bin seit 15 Jahren bei der Spitzmüller AG. Die Spitzmüller AG wurde 1983 gegründet. Und wurde gegründet, weil der deutsche Staat jährlich mehrere Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung und für Investitionen in moderne Anlagentechnik ausgibt und diese Mittel in spezieller Form beantragt werden müssen und in spezieller Form natürlich auch abgerechnet werden müssen. Wir sind 35 Mitarbeiter, sitzen alle in Gengbach, Nähe Offenburg. Es gab früher mal Bestrebungen, deutschlandweit Filialen aufzumachen. Das hat aber mit den modernen Mitteln der Kommunikationstechnik hat sich gezeigt, dass es viel wichtiger ist, wenn man im Nebenbüro einen Kollegen hat, den man fragen kann zum neuen Förderprogramm oder zu speziellen Anforderungen, sodass wir uns eigentlich sehr wohl in Gengbach fühlen. Von den 35 Mitarbeitern sind ca. 15 Berater für den technischen Bereich, so wie ich. Diese Ausbildung der Berater geht von klassischer Wirtschaftsingenieur über Physiker, Chemiker und weiter Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Die anderen Mitarbeiter sind zum großen Teil im kaufmännischen Bereich tätig. Wir Berater sind zuständig für das Thema Vorbereitung eines Projektes, Antragstellung und technisches Berichtswesen, wogegen dann die kaufmännischen Berater, meistens auch Frauen, zuständig sind für die Formulare für die Antragstellung, für die Projektkalkulation und vor allen Dingen dann für die Abrechnung der Fördermittel. Unsere Kompetenzen liegen im Bereich Technologieinnovation, Energie und Digitalisierung. Das sind so Schlagworte, die aktuell, sagen wir, durch die Gegend schwirren und an denen sich auch das Thema Förderung orientiert. Wenn man sich die Förderlandschaft oder die Förderangebote von Bund und Ländern anschaut, gibt es eine Menge von Standardprogrammen, für die eigentlich keine Beratung notwendig ist. Beispiele wären Zuschüsse für Elektrofahrzeuge oder für Photovoltaikanlagen. Da gibt es eine Menge Förderprogramme und auch Fördermittel, die aber in relativ geringem Umfang und ausfallen und relativ einfach zu beantragen sind. Weiter gibt es dann Spezialprogramme, da komme ich dann später noch darauf zurück. Diese erfordern meistens, entweder auf Wunsch oder sogar zwingend, die Einbindung von externen Beratern, so wie uns. Sind aufwendiger natürlich bei der Antragstellung, dafür sind aber die Fördermittel, die zur Verfügung gestellt werden können und die auch genutzt werden können, wesentlich höher. Wir fühlen uns wohl in folgenden Bereichen. Einmal im Bereich, wo wir eigentlich auch herkommen seit 1983, Forschung, Entwicklung, Zuschüsse. Vielen von Ihnen wird vielleicht das ZIM-Programm bekannt sein oder auch andere Spezialprogramme, bei denen mit Fördermitteln eigene Personalaufwendung unterstützt werden, um neue Produkte oder Verfahren zu entwickeln. Ein Bereich, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat und ich denke mal ca. 50 oder mehr Prozent unserer Tätigkeit ausmacht, sind Investitionszuschüsse im Schwerpunkt mit dem Fokus Energieeinsparung. Da gibt es bundesweite Programme und auch Landesprogramme. Die dritte Säule ist in ähnlicher Weise wie Investitionszuschüsse dasselbe als Tilgungszuschuss, das heißt in Verbindung mit einem Darlehen. Als vierten Baustein sehen wir die Innovationsfinanzierung. Diese wird angewendet, wenn der Bereich Zuschüsse für Innovation nicht ausreichend ist, um so ein Vorhaben oder ein Projekt zu finanzieren oder um ergänzende Finanzierung zu anderen Entwicklungsmaßnahmen oder Vorhaben des Unternehmens zu unterstützen. Der letzte Bereich hier
nennt sich steuerliche Forschungsförderung. Da haben weder wir noch jemand anders in Deutschland Expertise, weil dieses Programm ist neu. Das gibt es seit 01.01.2020, ist für alle Unternehmen geeignet und Näheres werde ich dann weiter vorstellen. Hauptthema sind Investitionszuschüsse und Tilgungszuschüsse für Investitionen in neue Anlagentechnik. Als Beispiel beginnen wir beim Bauvorhaben. Wenn ein Unternehmen neues Gebäude plant und baut, gibt der Staat über Darlehen mit Tilgungszuschüssen circa je nach Unternehmensgröße zwischen 5% und 6% Tilgungszuschüsse dazu. Hier ist wiederum die Einbindung einer Expertise von Energieberatern, von denen drei meiner Kollegen von der KfW und bei der BAFA zugelassen sind, erforderlich. Viel größeres Augenmerk legt aber der Staat im Bereich Förderung auf den Bereich Sanieren, das heißt bestehende Gebäude energieeffizient zu gestalten. Und wie Sie sehen hier unten an den Zahlen, bei Sanierungskosten von 6 Millionen Euro gibt es Zuschüsse in Höhe von 20% bis maximal 27%, die teilweise sogar noch von den Landesprogrammen oder Förderstellen noch aufgestockt werden. Das Hauptthema, mit dem wir oder unsere Energieberater zu tun haben, ist das KfW-Programm Energieeffizienz in der Wirtschaft. Nennt sich jetzt KfW-Programm, obwohl es gibt sowohl als Tilgungszuschuss bei der KfW über die KfW als auch als Investitionszuschuss ohne Darlehen bei der Beantragung über die BAFA. Dieses Programm besteht aus 4 Teilen. Das Modul 1 ist in etwa so ein Standardprogramm, bei dem unsere Unterstützung oder Unterstützung anderer Berater eigentlich nicht erforderlich ist, weil es da konkrete Formulare gibt und Bescheinigung der Hersteller, dass die Druckluftanlage, der Motor, die Beleuchtung energieeffizient ist und man damit auch ca. 30% bis 40% Zuschüsse, aber in relativ geringem Umfang, bezogen nur auf die Kosten des Motors oder der Druckluftanlage bekommen kann. Modul 2. Da beginnen wir unsere Tätigkeit als Spitzmüller AG. Da geht es darum, um für Prozesswärme Energie aus erneuerbaren Energie bereitzustellen. Dies erfordert ebenfalls die Berechnung durch einen zugelassenen Energieberater, wird aber aktuell relativ wenig genutzt. Jetzt das Modul 3 beginnt auch für Investitionen in Datronenanlagen interessant zu werden. Das Modul 3 ist für Messsteuer- und Regeltechnik und Energiemanagementsysteme vorgesehen, auch mit Zuschüssen zwischen 30% und 40%. Und da Datron sehr stark ist im Bereich Digitalisierung, könnte auch ein Teil der Investitionen in eine Datronenmaschine über dieses Modul 3 unterstützt werden. Hauptarbeit für uns ist aber das Modul 4. Das ist deshalb interessant, weil man da relativ frei ist in der Festlegung der Systemgrenzen, die man betrachtet. Das Einfachste wäre, eine Maschine zu betrachten und deren Energieeffizienz auszurechnen. Aber viel lukrativer ist es auch, wenn man mehrere Maschinen und auch vor- oder nachgelagerte Prozesse mit in diese Bewertung einbindet. In diesem Modul 4 gibt es Zuschüsse zwischen 40% für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeiter und 30% für Unternehmen über 250 Mitarbeiter. Begrenzt wird allerdings diese Zuschusssumme durch einen Faktor Euro je Tonne eingespartes CO2 im Jahr von 700 Euro für kleine Unternehmen und 500 Euro für größere Unternehmen. Nutzbar ist dieses Programm für alle Anlagen, die in irgendeiner Art und Weise Energie verbrauchen. Wichtig ist dabei, dass man ein geeignetes Referenzobjekt oder eine Referenzanlage definieren kann, die technisch und fertigungstechnisch das Gleiche kann, aber energetisch schlechter ist. Und aufgrund dieser Differenz kann man die Energieeinsparung berechnen und damit auch die Höhe der Zuschüsse. Hier ein paar Beispiele für Maschinen, die in diesem Programm gefördert werden können.
Lackier- und Pulverbeschichtungsanlagen, da ist viel Luft, wird viel Luft umgewälzt, ist viel Wärme im Spiel. Waschstraßen, das heißt auch Industrieteile, Waschanlagen und so weiter, ist auch viel Wärme im Einsatz. Laserschneidmaschinen als energieeffizientes Gerät zum Bearbeiten von Metall- oder Kunststoffteilen. Ein weiterer Klassiker sind Spritzgussmaschinen, bei denen ebenfalls viel Wärme im Spiel ist, wie allgemein bei vielen thermischen Prozessen. Vielleicht ein Viertel aller Projekte, die im Rahmen dieses Moduls 4 gefördert werden, sind überraschenderweise auch CNC-Bearbeitungszentren. Hier liegt der Fokus darauf, dass bewertet wird, wie viel Energie ich zum Herstellen eines Teils brauche und das in das Vergleich gesetzt, in Vergleich gesetzt wird zu einer Referenzmaschine mit schlechteren energetischen Werten. Und je länger die Bearbeitungszeiten sind, einschichtig, zweischichtig oder sogar dreischichtig, umso höher fällt dann der Zuschuss aus. Weiter geht es über verschiedene Formen der Trocknung und nicht zu vergessen Kühlanlagen oder Kühlsysteme. Hier ein konkretes Beispiel, was wieder zeigt, dass man mit diesem Modul sehr schön mit den Systemgrenzen oder der Festlegung der Systemgrenzen arbeiten kann, um nicht nur eine Anlage oder dreimal eine Anlage, sondern einen Anlagenkomplex mit in die Bewertung aufzunehmen. Und hier liegt, wie Sie sehen, dann der Zuschuss auch im Bereich von 25%. Hier einige weitere konkrete Beispiele. Ein CNC als Einzelmaschinen-Drehzentrum mit einer Förderquote von 23%. Kühlanlagen sind sehr dankbar im Bereich Förderung in Bezug auf die Höhe der Zuschüsse mit Förderquote von 40% oder auch Absauganlagen, überall wo Luft in Bewegung ist oder wo Luft und Wärme zurückgewonnen werden können, haben wir eben auch Förderquoten bis 38%. Das sind alles Praxisbeispiele. Anderes Beispiel sind Kunststoffrecyclinganlagen oder auch, wie vorhin schon gesagt, die komplexe Betrachtung aus zwei Maschinen und einer Automatisierungslösung, bei der man für die Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro immerhin noch 18%, das heißt knapp 500.000 Euro Zuschüsse beantragen und auch bekommen und hinterher auch behalten darf. Was brauchen wir, um das zu bewerten, ob eine Maschine förderfähig ist und wie viel Zuschuss man nach einer ersten Abschätzung erwarten kann? Sicher gibt es viele Beispiele oder viele Zahlen, die notwendig sind, um das genau zu bewerten. Aber für eine erste Anfrage reicht es im Prinzip aus, wenn man Angebote oder technische oder beides Datenblätter dieser Maschine oder dieser Anlage zusendet. Vielleicht noch ein paar Randinformationen, wie lange die im Betrieb ist, welche alte Maschine die ersetzt und so weiter. Und damit kann man schon nach einem Telefonat einschätzen, in welcher Höhe man Zuschüsse beantragen könnte. Jetzt gehen wir ganz kurz oder streifen wir ganz kurz die anderen Zuschussmöglichkeiten, die für Sie im Rahmen Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit interessant sein könnten. Einmal das Thema Innovationsförderung. Hier als Beispiel wieder dieses ZIM-Programm, was ich eingangs erwähnt hatte, bei dem alle Unternehmen bis maximal 500 Mitarbeiter für Eigenentwicklung von neuen Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen Zuschüsse für ihre Personalkosten beantragen können, die im Bereich zwischen, sagen wir, 100.000 und 250.000 Euro Zuschüsse liegen. Hier ein Beispiel aus Ihrem Bereich, eine Roboterzelle für eine flexible Bearbeitung, mit der für Personalkosten Zuschüsse bis 120.000 Euro beantragt, bewilligt und auch abgerechnet wurden. Dieses Programm gibt es nicht nur als Einzelprojekt, sondern auch als Kooperationsprojekte. Manchen ist vielleicht das Thema Volocopter als Elektrohubschrauber bekannt. Hier hatte ein Konsortium aus mehreren Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen einen Zuschuss in Summe von 1,3 Millionen Euro erhalten. Ich hatte dieses
eine Thema steuerliche Forschungsförderung auch erwähnt. Das ist neu für Deutschland, das gibt es seit 01.01.2020, ist für alle Unternehmen, egal welcher Größenordnung, geeignet und hat folgende Idee. Unternehmen, die ab 01.01.2020 neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln und diese dem Bereich industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zuordnenbar sind. Diese Projekte kann man online beantragen mit einer Unternehmensdarstellung, Unternehmenszahlen und auch Projektbeschreibung, da kommen wir wieder ins Spiel, und einer groben Kostenabschätzung, was dieses Projekt kostet. Und man erhält von diesen berechneten Projektkosten, die auch später abgerechnet werden, 25% als steuerfreie Zulage nach Abschluss des Wirtschaftsjahres. Im Folgenden zeige ich Ihnen den Ablauf. Nach einem ersten Gespräch, welche Projekte überhaupt in Frage kommen, in welcher Größenordnung und mit welchen Inhalten und Zielen, wird ein Antrag bei der Bescheinigungsstelle eingereicht. Dieses Verfahren ist zweistufig, das heißt, die Bescheinigungsstelle ist dem Forschungsministerium zugeordnet und bewertet den Antrag hinsichtlich Innovation und ob die Kosten, die dort genannt wurden, in einem ordentlichen Verhältnis zum Projekt stehen. Wenn die Bescheinigung erteilt wird, ist der nächste Schritt nach Abschluss des Wirtschaftsjahres die Kosten für dieses Projekt, das heißt die Ist-Kosten für dieses Projekt oder diese Projekte zusammenzufassen und in einer geeigneten Form nachzuweisen und zusammen mit dieser Bescheinigung beim Finanzamt eine Zulage zu beantragen, die in Höhe von 25% der nachgewiesenen Kosten ausbezahlt wird. Und nach einer Prüfung erfolgt dann diese Bewilligung der Zulage und die Verrechnung dieser Summe mit der nächsten Steuerzahlung. Falls die Steuerzahlung geringer ausfällt für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr, wird diese Zulage auch ausbezahlt. Obergrenze sind 4 Millionen Euro Projektkosten pro Unternehmen und Jahr. Das heißt, eine steuerfreie Zulage von maximal 500.000 Euro pro Jahr. Jetzt streifen wir wieder das Thema Digitalisierung, da jede Maschine oder Anlage in irgendeiner Weise auch entweder mit Software oder Steuerung ausgerüstet ist oder auch diese Anlage dann in Form Verknüpfung mit anderen Anlagen oder auch im Gebäudesystem oder auch in Verbindung mit ERP-Systemen betrieben wird. Ein neues Programm, was letztes Jahr eingeführt wurde, ist das Programm Digital Jetzt, bei dem als Einzelunternehmen bis zu 50.000 Euro Zuschüsse, das sind 50%, je nach Unternehmensgröße bis zu 50% der Investitionskosten. Auch hier kann wieder zum Beispiel Datron-Software mit eingebunden werden. Wichtig ist auch, die Bundesländer nicht zu vergessen. Wir haben neben den bundesweiten Programmen, mit denen wir relativ stark arbeiten, auch viele Landesprogramme, die sich dann aber unterschiedlich nennen, Digitalisierungsprämie, Bonuszuschuss oder ein anderes Wort dahinter. Diese sind meistens in der ersten Stufe relativ einfach zu beantragen, sodass das quasi jeder selbst machen kann. Manchmal gibt es auch etwas anspruchsvollere Förderformen im Rahmen dieser Programme, bei denen dann auch eine technische Darstellung erforderlich ist, bei der auch wir wiederum ins Spiel kommen. Auch hier kann man bundeslandabhängig wieder schauen, ob ein Teil der Datron-Investitionen auch über das Thema Digitalisierung gefördert werden kann. Und ebenfalls haben alle Bundesländer in irgendeiner Weise Innovationsprämien, Gutscheine oder anders geartete Sachen. Diese beziehen sich dann auf Neuentwicklung von eigenen Produkten und da können Kosten, externe Kosten für Aufträge, zum Beispiel im Bereich ebenfalls Software oder Technologieentwicklung oder Werkzeugentwicklung zum Beispiel mit meistens zwischen 5.000 und 30.000 Euro, das heißt in einer Förderquote zwischen 40% und 50% ebenfalls gefördert werden. Kurz zum Ablauf. Warum
kann man jemanden von der Spitzmüller AG einbinden? Für uns ist es wichtig, dass wir, auch wenn es sich nur um eine Maschineninvestition handelt, auch das gesamte Unternehmen betrachten. Das heißt, entweder Investitionen, die im nächsten Jahr noch kommen, oder Anbindung an Gebäudetechnik oder andere Pläne, um daraus, sag mal, das effektivste und, ich sag mal, auch einfachste Herangehensweise an eine Förderung abstimmen zu können. Also wir unterscheiden uns damit von relativ formal arbeitenden Anbietern, die eben auf bestimmte Programme spezialisiert sind. Aber wir haben uns bewusst das Ziel gesetzt, so viel wie möglich aktuelle und nutzbare Förderprogramme so zu kombinieren, dass man für ein Unternehmen die effektivste und höchste Fördermöglichkeit ausschöpfen kann. Wir beginnen an Rechnung zu stellen mit Vorlegen des Förderbescheides und stellen die letzte Rechnung mit Ausstellung des Abschlussberichtes und Abrechnung der finalen Fördermittel. Das war so in Kurzform das Thema Förderung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Göbel, für den interessanten Vortrag. In vielen Kundengesprächen kamen da auch Fragen dazu auf, die haben Sie teilweise schon beantwortet in Ihrem Vortrag. Ich glaube, es wäre aber nochmal gut, die ganzen zusammenzufassen. Das heißt, die erste Frage, die meistens kommt: Wie gehe ich denn das ganze Thema Förderung an? Was habe ich denn zu beachten? Am besten ist ein Erstkontakt in Form von Zusendung von Angeboten oder Datenblättern zur geplanten Investition und weiterer ergänzender technischer Daten. Und dann könnten wir in einem Telefongespräch schon eine erste Einschätzung treffen, wie viel es genau werden wird am Ende. Dazu brauchen wir dann mehr Unterlagen, aber das kann man dann auch später nachholen. Ja, vielen Dank. Das ist mal zur allgemeinen Herangehensweise. Wie sieht es denn zeitlich aus? Das heißt, wann muss ich denn mit einer Beantragung starten und wie sieht das ganze zeitliche Vorgehen einer solchen Förderung aus? Also sobald alle technischen und kaufmännischen Daten geklärt sind, dauert es zur Antragsausarbeitung, sagen wir, zwischen 2 Tagen und 2 Wochen. Die Projektträger arbeiten unterschiedlich, sodass eine Antragsbearbeitung so zwischen 3 Wochen und, sagen wir mal, 3 Monaten dauert. Und dann kann man schon mit dem Zuschuss rechnen. Häufig ist ja auch die Frage, die Förderung bringt mir ein Geld. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich das selbst mache oder wenn ich die Firma Spitzmüller damit beauftrage? Was kostet mich das? Wir haben ein erfolgsabhängiges Honorarmodell. Das heißt, wenn Sie Fördermittel bekommen und abrechnen, dann beginnen wir auch Rechnung zu stellen. Diese 12,5% sind ein Beitrag, der einmal bis zur Bewilligung, bei dem vielleicht 50% so einer Tätigkeit verbunden ist, und 50% nach für die Durchführung, Abrechnung des Projektes. Sie sparen Zeit, Nerven und wir finden meistens noch mehr Fördermöglichkeiten. Ja, Sie haben jetzt verschiedene Förderprogramme angesprochen. Können Sie vielleicht sagen, was ist denn das beste Förderprogramm? Standardmäßig liegen eben diese Bewilligungszeiträume zwischen 3 Wochen und 3 Monaten. Wichtiger ist bei der Auswahl des Förderprogramms den Gesamtzusammenhang und auch die Erfahrung und auch wie lange es dieses Förderprogramm gibt zu beachten, sodass die ich Ihnen vorgestellt hatte, eigentlich die sind, mit denen man gut arbeiten kann. Ja, und zu guter Letzt, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, die Gegenüberstellung der Bundes- und Länderhilfen. Was ist denn da der Unterschied eigentlich? Bundesweite Förderung hat den Vorteil, dass diese meistens langfristiger angelegt sind und diese man auch strategisch, das heißt dieses Jahr, nächstes Jahr und in 2 Jahren auch noch nutzen kann. Landesprogramme sind im Umfang etwas geringer und von der Nutzungsdauer oder Lebensdauer betrachtet meistens etwas kürzer, sodass wir zu 90% mit Bundesprogrammen arbeiten. Ja, vielen Dank, Herr Göbel, für die interessanten Worte. Jetzt im Anschluss haben Sie noch die Möglichkeit, mit uns direkt hier im Chat 15 Minuten lang Fragen zu stellen. Wir werden diese dann auch direkt beantworten. Sollten Sie in der Zukunft noch weitere Fragen haben,
im Nachgang an diesen Vortrag, können Sie diese gerne an die unten angegebene Adresse experience@datron.de senden und wir werden die Fragen dann beantworten. Ja, herzlichen Dank für diesen interessanten Beitrag rund um das Thema Fördermittel. Vielen Dank, Herr Göbel, und vielen Dank, Markus, für euren Beitrag aus unserem Studio im Gebäude 8. Liebe Zuschauer, das war noch nicht das Ende des Beitrags, denn jetzt haben Sie die Chance, 15 Minuten lang unseren beiden Experten zum Thema Fördermittel in unserem Expertenchat zu löchern. Nutzen Sie die Zeit, die beiden Herren sind gerne für Sie da und fragen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wir werden nach diesen 15 Minuten eine kleine Pause haben, der Livestream geht weiter. Sie sehen dann die Live-Übertragung etwas verschleiert hier weiter und um 10 Uhr kommt unser nächster Beitrag, der ist hochtechnologisch, da geht es rund um das Thema Passungen, die richtigen Parameter und auch die richtigen Werkzeuge einzusetzen. Das ist ein vielfach gewünschtes Thema. Dann bis gleich.